Okay, also es wird halt jetzt eine ganz wilde Sache. Eine ganz wilde Sache. Oh, jetzt habe ich meine Sachen nicht mehr eingestellt ins Auktionshaus. Ups. Und gefoodet habe ich auch nicht. Oh, war ja jetzt aber hier alles perfekt gemacht. Also sie wollen den Boss, wollen sie quasi rechts rüberziehen. Jetzt ist der halt. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist, weil der. Ich mache halt sonst immer, ne? Links die Mobs alle. Ich finde es ein bisschen angenehmer, die da zu nehmen, aber bleibt sich gleich. Gut, die einen können wir jetzt eh nicht alle wegcleaven. Den können wir eigentlich mitziehen. Und die wollen jetzt quasi die Mobs noch machen, ne? Oder ich weiß gar nicht, ob die alle noch mitgeplant waren. Ich glaube, die Mobgruppen waren geplant und dann zum Boss. Die nicht. Ich glaube, die Explosives werden jetzt nicht so gespielt. Ich glaube, die wollte er einzeln pullen, kann das sein? Also ich bin noch nie so rumgelaufen, um ehrlich zu sein. Es macht halt keiner die Explosives. Das ist halt schon mal dumm. Das Problem ist, ich kann die Explosives nicht machen, weil dann kriege ich halt nicht genug Wut, ne? Und kann meine Wut nicht aufbauen. Ich glaube, die hätte man einzeln spielen sollen. Oh mal, die dürfen wir nicht adden. Hier machen wir nicht alle. Oh boy. No. Junge. Wir stacken halt hoch bis zum. Die stacken alle. Was macht ihr denn? Was macht er denn? Ich lauf rein und pull die extra raus? Alter, schon gar keinen Bock mehr auf die Gruppe. Warum muss er da mit Mount reinlaufen und alle pullen? Das war jetzt einfach dumm. Keine Ahnung, das war halt einfach nur dumm. Keine Ahnung. Kannst du ja hier so ein paar pullen? I don't know. Also das war jetzt einfach nur. Ich habe extra Inker drüben gezogen. Wollte schon wieder alle zusammen. Also wenn wir wieder so hochstacken. Sind wir halt auf 8 gestackt, ne? Ja. Ich verstehe es halt nicht. Ich pull 4 Mobs, ne? Ja, keine Ahnung. Es ist halt einfach dumm, was die hier gerade veranstalten. Und nochmal, wir sind jetzt gerade hier schon dran gewiped. Die pullen nochmal die ganzen 4 zusammen. Was zur Hölle? Also sowas habe ich echt selten erlebt. Schon gar keinen Bock mehr auf die Gruppe, um ehrlich zu sein. Weil das ist halt jetzt schon durchdepleted. Ne, also ich habe am Anfang hier zwei Pilzgruppen zusammengepullt. Die eine meinte, man soll halt nicht zwei pullen. Okay, das war vielleicht jetzt auch nicht so ganz gut. Ich bin halt noch nie links rumgelaufen. Ich dachte, die gehen halt vielleicht schon. Ne? Aber hier dann alles zu adden, ist halt einfach nur dumm. Und vor allem, nachdem alles hochgegangen ist, dann nochmal einen Haufen zu adden, ist halt nochmal dumm, keine Ahnung. Jetzt haben wir halt schon 10 Tode, bevor wir den ersten Boss gemacht haben. I don't know. Aber komm, wir machen den Key jetzt einfach fertig. Ich brauche nur einen für meine Kiste, ein gut ist. Also, keine Ahnung. Was da der Plan war.
Die habe ich jetzt mal noch weggeschickt. Einmal desorientiert. Was ihr auch tut, ihr zögert das Unvermeidliche nur hinaus. Wir haben jetzt halt ein bisschen mehr Prozente, ne? Jetzt weiß ich halt nicht, wie es aussieht. Also die wollten irgendwo da hinten bei dem einen Boss rumskippen. I don't know. Jetzt schauen wir mal. Weiß ich nicht, ob ich offensiv trinketten soll. Komm, machen wir es mal. Okay, das Ad ist hinter uns einmal. Okay, jetzt wollte ich es halt gerade knockbacken. Haut das nicht raus. Nein, ich hab gerade das... Oh boy. Jetzt bleibt er stehen. Hat er es gefressen? Wir haben es gerade rausgehauen, ne? Ich hab's gerade ins Root gepackt. Ich weiß nicht, ob er es gefressen hat. Uff, 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 uff. Schauen wir mal. Ei. Der Pala. Hab sie da mal reingekickt, jetzt haben sie alle den Debuff. Schauen wir mal, ich hoffe, da pullt keiner mehr rein jetzt. Was, wie viel sind das? Das sind 50 Sekunden, ne, die du da verlierst und das Ranlaufen halt und, ne, den ganzen Schmarrn. Halt bisschen unnötig alles. Oh, ich hab wieder die kleinen Mobs vergessen. Ich vergesse jedes Mal, dass die danach noch rausspawnen. Wir müssen halt echt, gucken. Mir immer diesen Schleimbuff mitnehmen. Oben habe ich es auch wieder vergessen. Schauen. Vielleicht können wir das ja sogar noch retten. Wenn wir jetzt perfekt spielen, dann können wir es vielleicht sogar noch retten. Vielleicht. Ach, jetzt haben sie es nochmal auf 3 hochgesteckt, oder? Also das haben die schon richtig drauf. Das haben sie schon richtig drauf. Warst schon Torgast? Ich war noch nicht Torgast mit den Twinks. Ich war mit Main schon Torgast und habe meinen einen Twink schon durchgezogen, aber Dings war ich noch nicht. Ich muss näher ran. Zieh die mal noch hier ran. Ah, fuck it. Ist da echt mein Ding noch gepockt? Ich wollte den da draufziehen, dass ich ein... Ah, fuck it. Dass ich meinen Buff nochmal... danach nochmal raushauen kann. Hat mich das jetzt so... Der Debuff hat mich so runtergehauen, ne? Krass. Aber ich laufen lohnt sich jetzt hier nicht. Kann er retzen? Retzen, oder?
Sind wir in Combat? Weil der eine? Nee. Combat. Ach, fuck it. Warum sind wir denn im Combat? Wahrscheinlich, weil der eine geschiebt ist, ne? Das ist jetzt halt richtig bitter. Das ist richtig bitter. Das kostet uns jetzt richtig Zeit. Was hat mich denn da gekillt? Ich hatte halt den einen Debuff drauf, ne? Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Na gut, okay, das sehe ich nicht, weil dann keine Heilung mehr durchkommt. Das ist so dumm. Haltet euch für besonders talentiert. Euch werde ich noch Demut beibringen. Die haben jetzt aber nicht den einen Mob gemacht, oder? Oh nein. Sie haben den einen Mob umgehauen und jetzt kommt der Pro... Oh. Das war jetzt nicht clever, Leute. Uff. Ich habe mir nur überlegt, ne, soll ich noch eine Wall ziehen, aber die brauche ich halt in der nächsten Gruppe, weil die halt krass ist. Die Gruppe ist halt eine der krassesten. Jetzt kann ich leider meinen Buff auch nicht holen. Jetzt tue ich die mal hier hochziehen. Die wollen jetzt irgendwo hier hinten rumlaufen. Bei denen müssen wir machen, oder? Keine Ahnung, da hinten kommst du ja irgendwie, da musst du ja viel mehr Mobs machen. Jetzt wollen sie da hinten rumlaufen. Hä, doch nicht? Die haben doch... Ich glaube, die wollen doch die normale Route laufen. Hä, die haben doch irgendwo da hinten so eine Special-Route. Die wollte ich mir jetzt halt eigentlich angucken. Aber hier, das ist ja voll dumm, wenn du da rumläufst. Versuch die mal wegzukicken. Leider jetzt von der Tentakel weg. Ich zieh jetzt meine Wall. Jetzt habe ich das Fass mit abgekriegt, ne? Okay. Bin ich komisch oder hatten die nicht auf, in dem Dungeon-Tool quasi... Willst du mal kurz desorientieren und shapeshifte? Okay, das hat geklappt. Da hatten die das irgendwie so eingezeichnet, ob die da hinten rumgehen wollen, ne? Und da war ich mir jetzt halt ehrlich gesagt nicht sicher, ob das geht, ob man diese Ads damit skippen kann. Aber anscheinend, ne? Anscheinend geht das sowieso nicht. Eigentlich will ich jetzt die Ads da reinziehen in die Kacke. Genau, das war der Plan. Naja, zumindest zwei sind reingegangen in die Explo. Jetzt kann ich hier mal ein bisschen saugen. Naja, gut. Ich bin außer Reichweite. Ich habe keine Ziele. Wir haben jetzt halt hier den Pride. Also die Taktik ist ja mal totaler Kack, die wir jetzt gemacht haben. Die ist ja richtiger Kack. Jetzt haben wir den Pride nicht für den Boss. Ja, okay. Ja. Also die Route, die da vorgeschlagen haben, die ist nix tatsächlich. Ja. Also die mache ich nicht mehr. Ich wollte mir jetzt halt mal eine andere noch angucken, ne? Vielleicht kann man was lernen. Ich dachte mir, diesen komischen Skip, den sie da hinten machen wollten, dass der vielleicht was ist, aber anscheinend nicht. Das ist jetzt eigentlich ziemlicher Rotz, weil jetzt hast du den Pride-Buff für den Boss nicht. Bringt er wahrscheinlich dahin. Ja, okay, die dürfen wir jetzt auch nicht pullen. Das ist halt jetzt richtig dumm. Jetzt stehen wir hier mit dem Pride. Take them all. Ihr wisst doch den Boss nicht mit.
Hä, die wollten den Boss damit reinziehen? Keine Ahnung, wir sind jetzt schon x-mal gewiped. So krass von der Gruppe sind wir nicht, dass ich möchte jetzt eigentlich ungern den Boss plus den Ding spielen müssen. Also keine Ahnung. Das kannst du machen, wenn du eine krasse Gruppe hast, aber wir slacken halt hier übelst schon rum und dann solche Taktiken noch zu fahren, halte ich nicht für sinnvoll tatsächlich. Bauen wir jetzt mal Inka auf. Hütet euch. Eine Infusion von Hütet euch. Oh fuck. Uff. Müssen das Ed halt killen, ne? Ich hab gesehen, der eine hat schon weggekickt, aber dann dürfte da halt nichts drauf sein, ne? Dann könntest du es außen routen. Ich weiß nicht, du kannst theoretisch schon an den Boss auch rangehen, während er das macht, ist halt ein bisschen risky. Ich meine schon immer mal überlegen, ich gehe lieber ein bisschen weg, mach Mondfeuer, Action. Safety first. Hütet euch. Das ist ein bisschen weg. Ich bin außer eine Infusion von. Hütet euch. Oh fuck it. Das war nix. Ich wollte jetzt das Ad da noch machen. Jetzt haben wir ganz schön gefressen hier. Unnötig. Unnötig. Die haben das Ad gestunt, ne? Ich kann's routen. Zumindest für ein paar Sekunden. Alter, der haut mich jetzt richtig runter. Holy moly. Das sind ganz schön Hacker-Taktiken, die wir hier machen, ich sag's euch. Naja, mal gucken. Mal gucken. Und scheiß die Orb, ne? Vorher war die so schöne Gruppen, da war die Orbs instant tot, so schnell war ich gar nicht drauf. Hab schon fast die Vermutung, dass die da irgendwelche Add-ons für benutzt haben, ne? Gibt ja so Kickbots und sowas, also... Vielleicht auch ein Orb-Bot, ich weiß es nicht, aber die war so schnell weg, die Orb. Schnell konnte ich gar nicht gucken. Eigentlich können wir die auch hier mit ranziehen. Müssen wir ja eh machen. Müssen jetzt halt mal schauen, wie es... Ah, super, ich bin in dem Ding drin. Wie es mit den Prozenten ausgeht, ne? Weil die... Also jetzt am Anfang das mit den Pilzen und so... I don't know. Wie wir da mit den Prozenten hinkommen. Aber wir müssten jetzt tendenziell mehr Prozente haben, als ich sonst immer habe, ne? Also heißt... Weil sonst muss ich hier immer noch ein paar Mobs mehr umhauen. Da dürften wir jetzt tatsächlich schon mehr haben. Aber da muss ich jetzt mal noch gucken, wie es dann... Dann läuft... Immer die Spinne und dann die krasse Gruppe. Ah, mein Trinket ist wieder nicht drauf, ne? Ja, gut. Ah, scheiß auf das Trinket. Scheiß auf das Trinket. Jetzt haben wir gleich nochmal Inka.
Also wir sind jetzt bei 75. Ne, 72. Uff, der hat fast das Ding durchgekriegt. Gerade nochmal gekickt. 72 sind wir. 7%, dann haben wir einen Pride. Ich bin außer Reichweite. Also hier spawnt halt uns jetzt der Pride rein, ne? Gerade nochmal Desorientieren rausgekriegt. Alter, die Orbs, da muss man immer ein bisschen gucken. Muss nochmal wallen. Eigentlich hätte ich gern eine Wall und die müssen wir kicken. Eine Wall und das Trinket für den Boss. Ich muss jetzt trinketen, das hilft nicht. Hilft nix. Sonst rippe ich. Dann habe ich halt das Trinket für den Boss nicht. Inka haben wir auch nicht für den Boss. Eine Wall haben wir. Wird interessant. Aber die haben die Ads gleichzeitig getötet. Das ist ja schon mal was. Aber wir haben jetzt 81, irgendwas, ne? Also theoretisch können wir so runtergehen und die drei Aufsaug-Ads machen. Theoretisch. Das könnte sogar tatsächlich nur In-Time werden, ne? Mit so einem verkackten Start. Ah, ich hätte nicht dingsen sollen. Schaue ich mal. Okay, also hier muss ich nichts ziehen. Ich habe beim nächsten Ads habe ich Inka. Und danach habe ich auch wieder, danach haben wir auch wieder ein Trinket. Oder ich habe sogar bei den nächsten sogar beides. Ja, doch, das sieht gut aus. Das schaut gut aus. Also Schaden haben wir echt ganz gut, da kannst du nichts sagen. Ich dachte gerade, dass die Dings losgelegt hat, hier die Tentakel. Meine Klinge werden euer Fleisch zerreißen. Kein Ziel ist mir je entkommen. 14 Minuten, ne? Eigentlich müsste das reichen für unten. Wenn man es clean runterspielt, haben wir es vielleicht dann trotzdem noch drin. Brauchen wir noch ein Ad? Nee, ich glaube nicht, dass wir mehr brauchen. Hä? Hier können wir noch die Spinne machen. Dann müssen wir die Blubs, dann können wir die Blubs auslassen. Egal. Also eigentlich reicht 81%, dann machst du halt die Blubs noch mit, ne? Aber du kannst halt auch die Blubs auslassen und Blubs hätten wir halt mitnehmen können, hätten wir noch Buffs bekommen. Also, naja, gut, scheiß drauf. Keine Ahnung. Die einen sind schon hintergelaufen, bis ich da geschrieben habe. Reicht schon mit den Blubs. Komm, killen wir sie. Ist eigentlich scheißegal. Die Blub-Buffs sind nett, aber wir sind halt eh nur 2 Minuten drauf. Jetzt brauchen wir keine Blobs mehr, jetzt haben wir 85.
Ich muss näher ran. Wenn ich jetzt runtergesprungen wäre, die oben was gepult hätten, ganz schlecht. Deswegen bin ich jetzt zurückgegangen, habe lieber noch ein paar Prozent mitgenommen und gut ist, ne, bevor die irgendwelche Spirenzchen mir da anfangen und wir dann nochmal vipen, deswegen. Oh, die stacken alle? Oh, das wusste ich nicht. Oh, das ist dann nicht gut, ne, dass die alle stacken. Müssen wir tatsächlich gucken. Nochmal 4 Stacks. Essenszeit, mein. Aber der reicht gar nicht. Wir brauchen dann noch Blubs. War eigentlich ganz gut, wenn du hier nicht auf Max kommst, dann kannst du, dann hast du den Pride nicht direkt beim Boss drin. Komm raus da, raus da, raus da. Ah doch, hä? Wir haben doch den Pride? Hat's doch gereicht. Warte mal, der bringt ja nicht nur 4, irgendwas? Ah, die Kleinen bringen auch noch was. Ja, richtig. Naja, dann sind wir doch hingekommen. Wie viel haben wir jetzt genau? So müsste es passen, ne? Dass das halt noch von der Zeit so aufging, obwohl wir am Anfang so reingeschissen haben, hätte ich nicht gedacht. Der wird mich jetzt... Okay, passt. Ich habe mein Trinket die ganze Inni wieder nicht aktiv gehabt. Ich glaube, ich spiele wieder mit dem anderen. So bringt mir das halt echt null. Mich das halt ständig ziehen muss und dann halt nicht die Zeit dafür habe. Warte mal, ist es hier vorne? Okay. Zieh Inka in der zweiten Phase dann. Jetzt haben wir ja eh noch den Buff. Gucken wir mal noch ein bisschen die Ads dotten. Ich bin außer Reichweite. Es breitet sich aus. Ich muss nicht. Wir überlegen, sobald das Ads oder wohl, ich komme, ich hau jetzt Inka raus. Sonst ist die Phase zu kurz, dann lohnt es sich gar nicht. Ja, seht ihr das, das Ad. Können wir mal ein Schild bisschen hochhauen damit. Mal aktiv Mitigation stacken. Ja, der Dot, der kann schon recht gut reinhauen, tatsächlich. Schauen wir mal, ob ich hier gleich wallen muss. Nee, das müsste passen. Dort müsste passen. Okay, er zieht's noch. Ich wall jetzt mal. Ah, da steht halt auch mit drin. Ich weiß gar nicht, ob sich der Damage splittet, theoretisch. Schaffe ich das rechtzeitig? Okay, das war halt schon... Habe ich da natürlich das... Ich hab extra noch Wall gezogen. Weil ich hatte da das Ad gehabt, ne? War mir jetzt nicht sicher. Ich habe jetzt noch eine. Mit den Ads ist das immer ein bisschen ätzend. Wenn die dich hitten, die können dich als Tank halt tatsächlich einfach zerstören. Ne? Wenn die dich erwischen. Die hauen so viel Schaden raus. Echt richtig krass. Echt richtig krass. Super, jetzt habe ich hier noch ein Ad. Kommen von beiden Seiten die Viecher. Fuck it. Uff. Ich dachte mir, die Ads will ich jetzt nicht hitten lassen. Ne? Da wurde ich am Ende von dem Ding noch erwischt. Aber okay, wir haben es doch noch in Time gespielt. Das hätte ich ja nicht gedacht. Am Anfang, das war ja richtig... Richtiger Rotz. Richtiger Rotz war das am Anfang.
Ich habe einmal zwei Packs zusammengepullt, was nicht gut war, und der eine hat irgendwie zweimal gemeint, er muss alle Viecher pullen, ne? Hat das halt echt noch geklappt. Also ich habe nicht dran gedacht, um ehrlich zu sein. Aber gut, haben wir noch ein 15er In-Time, wunderbar. Wunderbarst.